Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr hier schon seht, sind das ein rundes Ding und ein dreieckiges Ding. Ich werde euch zeigen, was das ist. Ich habe das letztens irgendwo in einem Video mal gesehen und das dann auf Amazon bestellt. Man kann es unter dem Namen dann eingeben und dann Kleber dahinter. So, jetzt werde ich euch mal erstmal zeigen, was das ist. Man kann das zum Beispiel hier so dran kleben und dann hält das da. Dann kann man auch andere Dinge da dran kleben. Das werde ich euch jetzt zeigen. So, jetzt haben wir hier so einen Tesafilm und jetzt versuchen wir es da dran zu kleben. Also das Paket ist erst heute angekommen und ich wollte es mal im Video mit euch ausprobieren. Ich habe es auch selber schon ein bisschen ausprobiert. So, seht ihr das? Das klebt jetzt einfach so daran und man kann da auch Tesafilme abziehen. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Okay, wie ihr hier seht, ist da jetzt ein Tesafilmstreifen abgezogen worden und das klebt immer noch da dran. Wenn man jetzt irgendwas abziehen oder wegmachen möchte, habe ich das auch schon erfahren. Man muss das einfach hier so abziehen, hat man auch schon irgendwie gedacht. Und dann kann man den Kleber auch abziehen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil man kann es hier so oben abziehen. So. Und es ist immer noch ganz. Man kann es so ziehen und es bleibt immer noch ganz. Okay, Leute, ich probiere das mal hier mit meinem Notizbuch. Mal gucken, ob das hält. Okay, das hält sogar. Seht ihr das hier? Jetzt kann man es so aufmachen und da habe ich noch nicht sehr viel reingeschrieben, nur ein paar Notizen. Man kann es dann hier auch so lesen. Gut, jetzt wissen wir schon, wie man es abmacht. Abziehen. So, wenn man das jetzt waschen will, weil es so dreckig ist, dann zeige ich euch das jetzt. So Leute, jetzt sind wir hier beim Waschbecken und wir können es jetzt einfach anmachen und dann hier darüber so es einfach so abwaschen, bis das Ganze hier weg ist. Und dann können wir es zumachen und das dann abtrocknen lassen. Das dauert dann auch ein paar Minuten oder so. So Leute, jetzt haben wir es hier schon gewaschen, wie ihr schon seht. Mal gucken, ob das jetzt immer noch klebt an der Wand. Man kann es natürlich auch an die Wand werfen, aber ich mache das jetzt erstmal nicht, weil es so stabiler ist. Außerdem gibt es das Ganze einmal in rund und einmal in dreieckig. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. So Leute, das war es ja auch schon für heute. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass ich das gekauft habe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen hoch da und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch mal auf Instagram. Dort heiße ich Ertui 2.0, also E-R-T-U-I 2.0. Und noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.